heißt Citizens or Subjects, the Battle to Control our Bodies, Speech and Communications, also der Kampf über die Kontrolle über unsere Körper, Rede und Kommunikation. Und Diego Narano ist Policy Advisor bei EDRI und Andrea Belu arbeitet auch bei EDRI. European Digital Rights EDRI ist eine Dachorganisation für verschiedene NGOs. CCC ist einer der Gründungsmitglieder und wir reden über den Kampf, über die Kontrolle, über unsere Körper, Rede und Kommunikation. Okay. Dies ist mein Telefon. Es gibt viele dieser Art. Dieses ist aber meins. Ein Telefon ist mein Leben und ich sollte es so beherrschen wie mein eigenes Leben, denn es ist mein Telefon. Und was macht dieses Telefon zu meinem Telefon? Es könnte ziemlich klar sein, weil ich es gerade hier in die Luft halte für euch, aber was nicht so offensichtlich ist, ist mein Telefon auch mich hält. Einerseits benutzen wir unsere Telefone. Wir benutzen es, um mit dem Internet uns zu verbinden, Online-Kommunikation durchzuführen, Meinungen auszutauschen, Dinge zu planen miteinander. Aber wir werden auch benutzt. Wir werden benutzt von dritten Parteien, Regierungsparteien, aber auch Privaten, die mit unseren Telefonen, unseren Geräten uns beobachten. Sie beobachten unseren Aufenthaltsort, unsere Körper, unsere Rede, die Inhalte, die wir teilen. Auf der europäischen Ebene gibt es zurzeit eine Art Muster, eine Tendenz oder man könnte sogar sagen ein Trend. Bestimmte Gesetze wie die E-Privacy oder Copyright-Richtlinien, die Terrorismusverordnung haben einen sehr zentralen Kern, was wir die Körper- und Redekontrolle nennen. Das sieht tatsächlich so aus wie die treibende Kraft. In den nächsten etwa 40 Minuten habe ich vor, einen kurzen Update zu geben über diese Gesetze. Ein wenig darüber zu reden, was die Auswirkungen dieser Gesetze sind. Und dann hoffentlich möchten wir euch überzeugen, dass ihr euch teilnehmt an einem Wandel, dass ihr an Wahlen teilnehmt und anderen Dingen. Wir repräsentieren European Digital Rights, wie Walter gesagt hat, aber und in, als diese Gruppe sind wir 39 verschiedene Organisationen in ganz Europa und wir arbeiten mit den sogenannten digitalen Rechten, also Datenschutz, E-Privacy und Andrea und ich sind hier zum ersten Mal, das sind wir sehr, sehr froh, wir sind sehr froh, hier zu sein. Also, um dieses angepasste Zitat von Full Metal Jacket fortzuführen. Ohne mich ist mein Telefon nutzlos, aber ich bin auch ohne mein Telefon nutzlos. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir in der Nähe von Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Ob es nun ein Telefon ist oder ein Computer oder ein Kühlschrank. Und diese Geräte sind deshalb so ziemlich eng an unseren Körper gebunden inzwischen. Vor allem das Telefon. Und diese Geräte zu verfolgen, ist nun gleichbedeutend mit der Verfolgung unserer Körper und der Kontrolle über unsere Körper. Für den Zweck dieser Präsentation reden wir über Online-Tracking im Sinne von Ortsverfolgung, Verhaltensverfolgung von Benutzerinnen und Benutzern, wie viel Zeit wird verbracht mit einer bestimmten Website, wie viele Klicks führe ich aus und die Verfolgung unserer Kommunikation, die wir mit den Geräten machen. Zunächst Ortsverfolgung. Wir haben mehr Telefone als Haushalte und Telefone haben mehr persönliche Informationen als die meisten Bibliotheken. Unsere Telefone müssen verfolgt werden, weil sie in der Lage sein müssen,
Anrufe und Daten zu empfangen und zu senden. Aber dadurch ergeben sich natürlich neue Wege, diese Ortsdaten für kommerzielle Zwecke zu benutzen und auch für staatliche Überwachung. Wenn es um Verhaltensverfolgung geht, das gibt eine Menge mehr Informationen als nur die Ortsverfolgung. Und das geht noch darüber, kommt dann dazu. Wir werden also dann auch ins Visier genommen, je mehr das mit uns geschieht. Umso mehr wird dies dann zum Geschäftsmodell von Internetanbietern. Umso komplexer und detaillierter also die Profilbildung ist, umso genauer die Verfolgung passiert, umso effizienter und mehr wertvoll werden deswegen die Daten, die aus diesen Profilen erzeugt werden können. Wir sehen hier eine wirklich coole Infografik von dem Profiling von Axiom und Oracle, wie sie die Bevölkerung also profilieren können. Sie sehen die vielen Variablen und Informationen und die Tiefe, die sich ergibt und die dieses Businessmodell dann also finanziell antreibt. Also dies hier ist recht interessant. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie der Postbote in meinen physischen Briefkasten geht und durch meine Briefe durchliest und dann dort einige Werbeflugblätter einlegt, die zu mir passen. Aber was in E-Mail bei vielen Providern passiert, ist genau das. Ihr wisst, dass die E-Mails gelesen werden, um dann euch passende Dinge zu senden, die ihr nicht wirklich wollt. Facebook-Konversationen, es gibt da eine Programmschnittstelle, mit der diese Konversationen gelesen werden können, um Muster zu finden, zum Beispiel nicht nur um Urheberrechtsverstöße zu finden, und diese Daten werden von Facebook genutzt, um herauszufinden, wer deine Freunde sind, wen du kontaktierst, wer deine Familie ist. Also damit diese sozialen Medienanbieter mehr und mehr Macht bekommen und mehr Geld verdienen können. Das Leben der Anderen 2.0. Wir kennen den Film, Englisch The Life of Others. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, ich nehme an, ihr alle habt ihn gesehen. Dies ist also über einen Stasi-Agenten, der dem Leben einer Person folgt über eine längere Zeit. Nach den Snowden-Enthüllungen wurde dieser Film auf einmal von einem Drama zu einer Art weichen Komödie, weil die Realität der Überwachungsmöglichkeiten und so viele Daten über uns zu bekommen, auch für Firmen und so viele Informationen über uns zu bekommen, das hat sich vervielfältigt und ist dramatisch gewachsen, verglichen mit dem, was die Stasi tun konnte. Und in all diese Dinge können zu einem bestimmten Grad reguliert werden von dieser die Verordnung, die einen sehr langen Namen hat, die euch vielleicht alle schon zum Schlafen gebracht hat. Aber ich möchte euch kurz erzählen, worum es da geht. Warum brauchen wir eine E-Privacy-Verordnung? Warum ist es wichtig für die Kontrolle über unsere Körper und unsere Geräte? E-Privacy, da geht es um Online-Tracking, Online-Verfolgung. Ihr habt vielleicht von der Cookie-Richtlinie gehört. Also die diese ganzen Cookie-Banner auf eure Bildschirme gebracht hat. Durch eine schlechte Implementierung dieser Richtlinie. Es geht aber auch um eure E-Mails. Wer ist in der Lage, eure Mails zu lesen? Wer kann die Daten aus euren E-Mails lesen? Für Werbung oder was auch immer. Wie genau kann diese Information sein? Es geht aber auch um eure Kommunikation über WhatsApp, Signal, Wire oder andere Geräte. Und letztendlich geht es auch um Ortungsdaten. Wer kann euch verfolgen? Wie, warum dürfen sie das tun? Und was gibt es für Sicherungen für euren Datenschutz, um eure Privatsphäre zu schützen? Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, wir haben doch schon die DSGVO, dieses komische Ding. Ja, die haben wir, aber die DSGVO war nicht genug. Nach vielen Jahren der Diskussion haben wir diese Datenschutzgrundverordnung erreicht. Wir haben viel erreicht. Die Datenschutzgrundverordnung war die best,
möglich, das bestmögliche Ergebnis in diesem Gesetzgebungsprozess. Aber was die Umsetzung angeht, haben wir Verluste. Wir haben Probleme in Rumänien gesehen, in Spanien. Und wir erwarten das auch in vielen anderen Orten. Aber wir haben dieses spezifische wir brauchen immer noch ein spezifisches Instrument, um unsere Privatsphäre in elektronische Kommunikation zu schützen. All das, was wir erwähnt haben, Metadaten, Chats, die Inhalte eurer Kommunikation und so weiter. Also E-Privacy, da soll also vor allem die DSGVO ergänzen und besser fokussiert sein auf genau diese Themen, die Diego gerade erwähnt hat. Also wofür haben wir uns eingesetzt und setzen uns immer noch ein? Privacy by Design, also Standard soll Datenschutz sein, das sollen die Grundsäulen dieser Verordnung werden. Politiker und Politikerinnen sollen erkennen, was der Wert ist in der Aufrechterhaltung von sicherer Verschlüsselung. Cookie-Banner, wir sollten in der Lage sein, eine Website zu besuchen, ohne dass wir verfolgt werden durch Cookies. Das ist ein weiteres Thema, wofür wir uns sehr stark eingesetzt haben. Und letztendlich Inhalte sollten geschützt werden, zusammen mit Metadaten, wenn in der Speicherung und auch in der Übertragung. Und wir haben tatsächlich Erfolge erreicht. Im letzten Jahr, 2017, am Ende des Jahres, hat das Parlament einen sehr guten Text beschlossen, eine starke Position. Dadurch wurden die meisten Dinge, die wir herausgestellt haben, angesprochen. Aber das war ein ziemlicher Ritt. Es war nicht einfach. Wie Diego gesagt hat, sind wir ein Netzwerk von 39 Organisationen. Das sind nicht nur Rechtsexperten, Expertinnen oder Techniker, Technikerinnen, sondern es ist eine Kombination von beidem. Und als wir nun unseren Input durch Analysen oder Empfehlungen verbreitet haben, wurden alle möglichen Fähigkeiten zusammengeführt. Und das war ein wichtiger Teil unseres Erfolgs, dass wir in der Lage waren, eine umfassende Analyse und komplexe Analyse dessen bringen konnten, was Verschlüsselung leisten soll, wie Cookies agieren sollten und rechtliche Analysen der existierenden Rechtsgesetzgebung. Und das führte dann zu einem produktiven Ergebnis. Haben wir gewonnen? Naja, nachdem das Parlament seine Position beschlossen hat, geht es nun in die Diskussion mit den Mitgliedstaaten, der Rat der Europäischen Union. Das Parlament hat also die starke Position und das muss nun also verhandelt werden mit den Mitgliedstaaten. Und die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten gehen nicht richtig voran. Sie werden verzögert durch die Regierung der Mitgliedstaaten. Sie sagen, dass es dort Themen gibt, Probleme, die angesprochen werden müssen. Es ist sehr technisch, sehr detailliert und wir müssen sehen, wie es umgesetzt wird. Die Mitgliedstaaten befürchten, dass eine weitere Schicht der Gesetzgebung verhindert, dass das Business wachsen kann in den Staaten. Und sie befürchten aber auch schlechte Presse. Das hängt nämlich sehr stark davon ab, die Presse hängt sehr stark ab von Werbung mit Verhaltenskontrolle und die Presse kann nur dadurch ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten. Und weil die Regierungen und Politiker vor schlechter Presse Angst haben, sind sie leider sehr vorsichtig, hier entschieden voranzugehen. Online üben wir unser Recht auf Redefreiheit in verschiedenen Wegen aus. Aber das, was wir produzieren und teilen online, das sind Meinungen, die Leute, mit denen wir reden, können das als Bedrohung sehen von jemand bestimmte Regierungen. Es gibt also einen Trend, dass bestimmte Regierungen, zum Beispiel Polen, Ungarn oder in bestimmtem Maße auch Spanien, das so sehen, weil es hier um Informationen geht, die sehr profitabel sein können. Es ist also politisch relevant und auch wirtschaftlich relevant und es gibt in diesen Dimensionen Gründe, also die Rede zu kontrollieren und die Kontrolle wird ausgeübt über die Art und Weise, wie Inhalte geteilt werden online. Im Moment gibt es zwei Vorschläge, die große Bedrohungen darstellen für die Redefreiheit online. Beide schlagen Upload-Filter vor.
indem sie die Haftungspflichten für Plattformen erhöhen, machen sie also verantwortlich für die Inhalte, die dort geteilt werden. Das eine ist die berühmte oder berüchtigte Artikel 13 in der Urheberrechtsrichtlinie und das zweite ist die Verordnung, mit der die Verbreitung terroristischer Inhalte online verhindert werden soll. Und wie ihr sehen könnt, sind beide nur ein weiterer Weg, um private Firmen verantwortlich zu machen für die Kontrolle des Internets, für die Polizei des Internets. Das eine ist also hier die vorgeschlagene Urheberrechtsrichtlinie und das ist nun auf einem Mythos, auf einer Fabel basiert. Und die Fabel geht so. Es gibt ganz viele einsame Menschen da draußen, die irgendwie wertvollen Content produzieren und Plattformen wie YouTube und andere erlauben diese Uploads für ihren eigenen Profit und geben einen sehr kleinen Geldbetrag dann weiter an die Kreatoren. Und dieser Unterschied zwischen dem, was sie selbst einnehmen, diese Plattformen, was sie weitergeben, das ist der Value Gap. Und das ist ein Fakt, den die Musikindustrie also immer wieder verbreitet. Die Einnahmen der Musikindustrie erhöhen sich Jahr für Jahr und zwar insbesondere im Online-Sektor. Das ist die Realität dahinter. Was ist nun die Lösung? Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es einen magischen Algorithmus, der das alles lösen kann. Dieser Algorithmus wird alles, jede Datei, die wir hochladen, auf diese Plattformen filtern und es mit einer Datenbank vergleichen und dann wird dieser Inhalt entweder blockiert oder zugelassen, je nachdem, welche Lizenz herausgefunden wird und je nachdem, was so die Geschäftsbedingungen sind. Wie wir erzählen werden, gibt es einige technische und rechtliche Probleme mit Upload-Filtern, im Wesentlichen in der Art der Umsetzung, wie YouTube und Facebook es tun werden, dann werden nämlich diese Firmen offiziell die Polizei des Internets werden. Der andere große Kampf, den wir durchführen, ist der um die Terrorismusverordnung, also Terrorismusinhalte online. Nachdem der Kommunismus gefallen ist, ist nun der Terrorismus der neue offizielle Feind, teilweise sehr real. In Brüssel haben wir das selbst erlebt vor kurzem, aber würde außerdem übertrieben in unserem täglichen Leben. Wir sehen das in den Kontrollen in Flughäfen, Online-Überwachung und Offline-Überwachung, Beschränkungen der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit. Und wenn es Angriffe gibt, dann sehen wir natürlich Aufrufe für neue Gesetzgebung und anderes. Und normalerweise sind diese Beschränkungen bleiben in Kraft, selbst wenn die Bedrohung eigentlich verschwunden ist oder zumindest verringert wurde. Wir haben wieder einen Vorschlag mit einem langen Namen, aber der kurze Name ist hier TEREC, die Terrorismusverordnung, Vorschlag für einen Vortrag, um die Verbreitung von terroristischen Inhalten online zu verhindern. Nun beachtet, es geht hier nicht um illegalen, sondern um terroristischen Inhalt. Also es soll hier darum gehen, das Risiko der Radikalisierung zu verringern. Und was wir gesehen haben in unserer Erfahrung ist, dass viele Radikalisierungen außerhalb der Online-Welt passieren und dass Radikalisierungen andere Ursachen hat, die nicht Online-Content sind. Es sieht also so aus, als ob die Politiker und Politikerinnen hier ein starkes Signal vor den Wahlen aussenden wollen, dass sie etwas tun und ihr Werkzeug sind also diese drei Maßnahmen. Wir werden das sehen. Die erste, die Speedy Gonzales Takedowns, also Plattformen müssen Inhalt entfernen. Wir benennen einfach terroristischen Inhalte und die Definition ist ja bekannterweise sehr vage und ist auch nicht kommt auch mit anderen Dingen in Konflikt. Und diese Entfernung muss innerhalb von einer Stunde passieren. Das muss also sehr, sehr schnell funktionieren. Es ist quasi Fast Food für Gesetzgebungsprozess. Wenn man ein
Prozess gibt es dann, wenn man ein Problem hat, dass sein eigener Inhalt entfernt wird, dann kann man da Widerspruch einlegen, aber ihr werdet sehen, dass das in der Praxis häufig aktiv bleibt. Und die Plattformen werden dafür nicht bestraft, das heißt Overblocking wird passieren, es werden zu viele Inhalte blockiert. Und auf der anderen Seite, wenn sie zu wenig blockieren, dann wird es Sanktionen geben. Die zweite Variante sind freiwillige Betrachtungen. In diesem zweiten Schritt geht es darum, dass, dass Länder ihnen sagen können, terroristische Inhalte auf euren Plattformen zu haben, das ist doch unglaublich schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht, wenn ihr wirklich so nett wärt, da selbst zu entscheiden, was quasi aufgrund eurer eigenen Prioritäten, wie man da mit diesen freiwilligen Anfragen umgeht. Und der dritte Punkt sind die Upload-Filter, über die wir schon gesprochen haben. Das ist die dritte Maßnahme, über die wir schon gesprochen haben. Upload-Filter sind ganz allgemeine Pflichten zu überwachen. Dinge, die nach EU-Gesetzgebung verboten sind, und jetzt schlagen wir sie einfach mal vor und gucken mal, was passiert. Um die jetzt zu Gesetz zu machen, gibt es einen zusätzlichen Knick. Und zwar nennen wir sie jetzt nicht Upload-Filter, sondern proaktive Maßnahmen. Das heißt, Plattformen müssen jetzt proaktiv aktiv werden, um zu verhindern, dass illegaler Inhalt bei ihnen hochgeladen wird. Und wie machen Sie das? Naja, Upload-Filter. Naja, ich meinte proaktive Maßnahmen. Und es geht also immer in dieselbe Richtung, egal ob es um Urheberrecht oder um terroristischen Inhalt geht. Ein Upload-Filter, ein Algorithmus, der den gesamten Inhalt, der hochgeladen wird, überwacht, der das gegen eine gewisse Datenbank prüft und dann wird blockiert. Und wir brauchen viele Filter. Wir brauchen für Bilder, für Audio, für Text und natürlich einen speziell für terroristischen Inhalt, obwohl das nicht sinnvoll definiert ist. Und das ist jetzt quasi das Prinzip, wie heutzutage Gesetze gemacht werden. Technologie ist die Lösung, und was ist eigentlich das Problem? Also haben wir jetzt ein Problem mit Filtern, eine ganze Menge von Problemen. Aber im großen Bild, wir haben ein Problem mit Filtern. Und der erste von diesen Problemen ist, die sind illegal. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, ein soziales Netzwerk kann nicht dazu verpflichtet werden, einen Filter einzurichten, der alle seine Nutzer kontrolliert, um mögliche illegale Nutzung von urheberrechtsgeschütztem Material zu verhindern. Und trotzdem scheinen automatisierte Content-Filter in Ordnung sein. Also jetzt nicht allgemeine Filter, aber Upload-Filter hier. Aber es gibt auch technische Probleme. Und eins der besten Beispiele, die ich dafür habe, ist, wie Filter nicht funktionieren, ist ein Pianist, der vor wenigen Wochen versucht hat, ein Video von sich selber hochzuladen, wie er Bach gespielt hat bei sich im Wohnzimmer. Und der Algorithmus hat erkannt, es gibt da urheberrechtsgeschützten Inhalt von Sony Music, und hat automatisch den Inhalt entfernt. Er hat sich dann natürlich beschwert und hat den Inhalt zurückgekriegt. Aber es ist ein gutes Beispiel, wieso Filter nicht funktionieren. Denn einmal Bach ist ja, der Mann ist vor vielen hundert Jahren gestorben, ist also nicht mehr urheberrechtsgeschützt, aber das Video wird trotzdem entfernt, und wir können uns vorstellen, dass das bei vielen anderen Inhalten genauso passieren wird. Also es ist nicht nur so, dass Filter nicht nur erkennen, was urheberrechtsgeschützt ist und was nicht, sondern sie erkennen auch Ausnahmen nicht. Also zum Beispiel Remixe, Karikaturen, Parodien. Wenn es um Urheberrecht geht, sind Filter nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Und deswegen sind Memes auch ein zentraler Punkt des Protests gegen diese Gesetzgebung gewesen. Und wir werden zeigen, warum diese Filter als politisches Tool sehr, sehr mächtig sind auch. Und ein weiteres Problem mit Inhaltsfiltern ist, dass sie Kontext auch nicht erkennen können.
wenn es um Hassrede geht oder terroristische Inhalte, können sie Nuancen nicht erkennen. Ein Mädchen, das ihre traumatische Erlebnisse aufgeschrieben hat, die da natürlich auch Beleidigungen zitiert hat, die bei ihr in dem Posteingang gelandet sind, und hat das da per Copy und Paste mit reingenommen in diese Geschichte und hat da einen Post gemacht. Und ihr Profil wurde entfernt. Warum? Weil das automatisierte System nicht entscheiden kann, ob sie das Opfer ist in der Geschichte oder derjenige, der Täter ist. Und das wird natürlich weiterhin passieren, wenn das die Lösung ist, die wir haben. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil die Filter sehr, sehr teuer sind. YouTube hat etwa 100 Millionen Dollar ausgegeben für, naja, den besten oder schlechten, wie man das will, schlechtesten Filter, den wir haben online. Und jetzt haben wir also eine Schätzung, wie viel das kosten würde, das zu kopieren, oder auch wie viel eine Lizenz kosten müsste, wenn wir diesen Filter benutzen wollen. Das führt dazu, dass wir am Ende nur die großen Firmen stärken. Die haben diese Filter schon, die machen einfach weiter wie bisher. Aber eine kleinere Firma, die vielleicht ein anderes Geschäftsmodell entwickeln will, die wird nicht in der Lage sein, das zu tun, denn sie wird sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen, um diese Filter zu entwickeln. Und dann ist natürlich auch noch ein Problem, dass die Exekutive nicht beim privaten Firmen siegen sollte. Wir haben jetzt immer mehr von der nationalen Durchsetzung durch die Exekutive wird immer mehr auf private Firmen geschoben. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Mandola-Projekt. Das sollte vom Parlament aus sich die Hassrede-Definitionen in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU anschauen. Und es stellt sich raus, dass es sehr große Unterschiede gibt, was Hassrede bedeutet in Deutschland im Vergleich zu Rumänien oder was es in Großbritannien bedeutet. Und in diesem Kontext, wie können wir eine Firma wie Google oder Facebook darum bitten, die Definition zu finden für Hassrede? Ich meine, sind jetzt wirklich deren Geschäftsbedingungen der Standard, den wir als die legale Definition, bin ich der Einzige, der das als Konflikt sieht? Und das Problem ist natürlich, wenn wir einmal diese Filter haben, um Urheberrecht oder andere Dinge wie zum Beispiel terroristische Inhalte haben, dann kann man es eben auch benutzen als politisches Werkzeug. Denn wir haben keine Garantie, dass die eben nicht benutzt werden, um nach Dissidenten zu suchen. Ich sehe das in Spanien, aber ich sehe es auch in der EU und außerhalb. Wenn sowas mal eingerichtet ist, dann wird es auch für politische Zwecke benutzt. Es gibt ein wirklich interessantes Beispiel aus Dänemark. Vor anderthalb Jahren, haben die Sozialdemokraten ein Immigrationsgesetz beschlossen. Es gab ein Video, in dem diese Politikerin darüber gesprochen hat, wie großartig dieser Gesetzvorschlag ist. Und einige waren glücklich darüber, andere nicht so sehr. Und einige, die nicht so glücklich waren, haben sie kritisiert und ein Video darüber gemacht. Es war eine Kritik mit Karikaturen, wo auch sie karikiert wurde. Aber sie haben eben auch Audioausschnitte benutzt von ihrem Video, in dem sie dieses Gesetz erklärt hat. Und die Sozialdemokraten haben dann gesagt, wir haben einen Brief geschrieben und gesagt, Urheberrechtsverstoß, entfernt dieses Video. Und die NGO hat dann gesagt, na gut, wir haben offensichtlich nicht genug Geld, um jetzt hier vor Gericht zu gehen, deswegen also haben sie das Video entfernt. Und warum ist dieser Fall jetzt also wichtig? Falls ein automatisierter Content-Filter für urheberrechtsgeschütztes Material schon da gewesen wäre, dann hätten die Sozialdemokraten nicht mal einen Finger heben müssen. Der wäre automatisch passiert. Warum? Naja, denn automatisierte Content-Filter können Ausnahmen nicht erkennen, zum Beispiel Parodien. Und das ist ein ganz klarer Fall,
wo Urheberrechtsverstöße strategisch benutzt wurden, um kritische Stimmen ruhig zu stellen. Also wir sehen ein paar Bedrohungen für unsere Grundrechte. Wenn wir das erlauben, dann wird es eine Art Blackbox-Society geben, wo es um die Redefreiheit schlecht, also wo die Redefreiheit bedroht wird. Chilling Effects, also sekundäre Effekte, Selbstzensur. Um das nochmal zusammenzufassen, Rechte können nur dann eingeschränkt werden, wenn es eine Maßnahme ist, die notwendig ist. Und diese Filter sind nicht notwendig. Sie sind nicht effektiv. Das haben wir gesehen. Das heißt, das sind illegale Einschränkungen von Grundrechten. Also jetzt waren wir natürlich auch offensichtlich über diese unglücklich. Und ich habe vorhin schon erwähnt, wie wir uns innerhalb unseres Netzwerks organisieren, um bei E-Privacy stark zu sein. Und bei der Urheberrechtsgesetzung ging das außerhalb unseres Netzwerks. Es sind viele Leute sehr, sehr zornig gewesen. Also Bibliothekare, Startups, der UN, bei der UN, der Spezialreporter. Und letztendlich sogar YouTube, die dann unsere großartige Kampagne auch noch unterstützt haben. Was wir gelernt haben, ist aus diesem Kampf, ist, dass wir wirklich Wissen teilen müssen. Wir müssen uns zusammentun, wir müssen uns koordinieren, wir müssen zusammen handeln und auch geduldig sein miteinander, wenn es auf verschiedene Fähigkeiten ankommt. Wenn man verschiedene Fähigkeiten hat, ist es wichtig, sie zusammenzutun. Wenn man verschiedene Perspektiven hat, dann ist es wichtig, dass man die anerkennt. Wenn wir unterschiedliche Individuen sind, aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein großer Gigant, ein Riese. Also es ist ein Aufruf an euch. Wenn ihr euch Sorgen macht über irgendetwas, was ihr heute gehört habt, wenn ihr uns unterstützen wollt, also es ist Zeit, das loszulegen. Wenn ihr Rechtsanwalt seid in einer Organisation, wenn ihr Techniker seid oder auch überhaupt gar keine Ahnung habt, dann hätten wir zwei Workshops, einen über E-Privacy, einen über Upload-Filter. Und wir können uns zusammensetzen und einen Actionplan aufstellen. Wir haben auch ein Cluster über Freiheit. Ihr könnt ihn da nicht sehen. Der ist im Seminarraum 11. Gibt es irgendwelche Fragen und Kommentare? Danke. There's ample time for Q&A, so fire away if your questions. Hold the microphone, raise your hand. Signal angel, are there questions on the internet? Microphone number one. Ich habe eine Frage über Upload-Filter, wenn die angewendet werden. Beim End-to-End verschlüsselten Messenger. Also die Frage war, wenn der Inhalt verschlüsselt ist, wie die Firmen verpflichtet werden können, da
dieses Gesetz einzurichten? Ja, das weiß ich auch nicht. Die werden schon irgendwie eine Möglichkeit haben. Also entweder sie verbieten diese Verschlüsselung oder es gibt eine Plattform, die hat verschlüsselte Kanäle und irgendeine Art und Weise brauchen sie dann, um innerhalb dieser verschlüsselten Kanäle zu prüfen. Und sie sind verantwortlich für diese urheberrechtsgeschützten Inhalte, falls da welche geteilt werden. Möglicherweise können sie das da nicht durchsetzen, weil sie die nicht sehen können, aber das weiß ich nicht. Danke für die Präsentation. Viele von den Lobbyisten sagen, dass es Upload-Filter nicht gibt. Ende Januar wird die Richtlinie weitergehen im Gesetzgebungsprozess. Wie werden wir über diesen Prozess informieren können und ihn beeinflussen können, jetzt auch mit Hinblick auf die Wahlen? Das ist, warum wir hier sind. Einer der unser Hauptziele ist, zu mobilisieren. Und also Leute zu mobilisieren, die noch nicht mobilisiert wurden. Es sind schon tausende Leute aktiv gewesen. Die haben ihre Mitglieder im Parlament kontaktiert und ihre nationalen Regierungen kontaktiert. Und wir haben noch Zeit, wie gesagt, bis irgendwann Januar, Februar. Wir wissen nicht genau, wie lange es dauern wird. Möglicherweise, also wir haben Angst, dass es früher zu Ende geht als erwartet. Aber das ist die letzte Möglichkeit, Nein zu sagen für Content-Filter. Und deswegen sind wir hier, solange wir noch Zeit haben. Am wichtigsten ist es natürlich, jetzt zu den nationalen Regierungen zu gehen und denen zu sagen, macht das nicht, damit die das anhalten können. Also entweder jetzt, wie ich hoffe, oder im schlimmsten Fall dann eben bei der Ratifizierung in den Ländern selbst. Ihr habt über freiwillige Möglichkeiten gesprochen, die Firmen einsetzen könnten. Welche anderen, was könnte der Grund sein, dieses zu tun? Warum sollten sie sowas tun, weil es auch freiwillig ist? Das könnten sie aus verschiedenen Gründen machen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eine kleine Firma in Ungarn. Und der Ministerpräsident sagt, also es muss auf jeden Fall blockiert werden. Was würdet ihr denn machen? Und natürlich hängt das von der allgemeinen Struktur ab, wie auch dass die Regierung sich da aufstellt. Es ist natürlich nur freiwillig, das ist schon richtig. Danke für den Vortrag. Ich denke, es gibt für alles eine technische Lösung. Vielleicht, wie er gesagt hat im Workshop, könnten wir ein bisschen mehr Informationen über den rechtlichen Hintergrund bekommen, wie das ganze System funktioniert. So, was wäre für mich als Entwickler der effizienteste Weg? Wie könnte ich diese Sachen implementieren, die verschiedenen Schritte? Also wir sind jetzt nicht zum Anwaltscomputerkongress gekommen, sondern zum Chaos-Computer-Kongress. Wir brauchen Entwickler, wir brauchen natürlich auch Anwälte, wir brauchen Grafikdesigner, wir brauchen Leute, die alle möglichen Fähigkeiten haben. Und wir brauchen Entwickler, die Werkzeuge entwickeln. Das heißt, ihr könnt uns natürlich helfen, Werkzeuge für Aufrufe zu machen, die wir benutzen können, um unsere Nachricht zu transformieren, um sie weiterzubringen in die Parlamente der nationalen Mitgliedsländer. Wir haben genug Anwälte. Wir haben vielleicht sogar schon zu viele. Also wir brauchen dich auf jeden Fall morgen dann auch bei dem Workshop. Gibt es noch weitere Fragen? In dem Fall frage ich selber eine.
Was wäre ein guter Start, wenn ich auf dem Mitgliederstaatenniveau jetzt eine Kampagne starten möchte? Campaigning für Dummies. Also es gibt eine ganze Menge Organisationen, die aktiv sind in den Mitgliederstaaten. Als jemand, der selbst noch nie eine Kampagne mitgemacht hat, vor 2 Jahren in Dänemark, wurde ich auf das dänische Mitglied in EDRI verwiesen. Und das habe ich gemacht. Und wir haben großartige Workshops in Dänemark abgehalten, wo es noch gar keine gab. Denn der dänische Mitgliedsverein hatte ein sehr komplexes Verständnis von dem politischen System. Und viele der EDRI-Member verstehen sehr gut, wie die Dynamik funktioniert, sowohl politisch als auch im journalistischen Umfeld. Auch wie die Interessen von einigen nationalen Playern eben auch sind. Und ich würde sagen, dass EDRI, die EDRI-Organisation, der erste Schritt ist und dann mit allen anderen sich zusammentun, das ist das Beste. Ihr könnt auch Verbraucherschutzorganisationen kontaktieren, ihr könnt Parlamentarier kontaktieren. Es gibt viele Möglichkeiten mitzuhelfen. Natürlich kontaktiert die europäischen Parlamentarier eures Landes. Wir werden von diesen Leuten repräsentiert. Das sind die einzigen, die wir tatsächlich wählen können. Die also nicht nur vorgeschlagen werden von Regierungen oder anderen Politikern. Das heißt, wenn wir uns verbinden wollen, wenn wir eine Verbindung haben wollen zu unseren Vertretern in Europa, dann ist es sehr wichtig, den Parlamentariern zu sagen, dass wir hören, was sie sagen und dass sie von uns gewählt wurden. Gibt es noch weitere Fragen? Fragen aus dem Internet? Ja, also keine Fragen aus dem Internet, dann sind wir fertig. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzerkabine. Wir waren Mamma Mia, Sebalis und Tribut. Falls ihr